bin ja so groß. Was ist da noch? Es werden Köpfe holen. Für den Darkspear-Stamm. Nur ein Heiltrank. Meine Beute naht. Na dann. Wieder zurück zur Hauptkarte. Bin zur Spurensuche bereit. Ich habe Witterung aufgenommen. Ach so. Ich hätte auf der anderen Seite raus müssen. Ach ja. Kann ich da nicht eigentlich... Okay. Ich muss da durch. Ja, sorry, wusste ich jetzt nicht. Okay, ich hätte es wissen sollen, aber... Gehen wir halt nochmal schnell durch. Nachdem hier jetzt ja keine feindlichen Kreaturen mehr sind, sollte das Ganze relativ locker gehen. Nur so viel dazu. Ich frage mich, wo die ganzen Wölfe jetzt herkommen auf einmal. Was liegt vor mir? Noch, der reagiert mit meinen Fähigkeiten schon wieder nicht. Ist ja komisch. Naja. Haben wir uns wenigstens für das Mana gespart. Okay. Der Schamane ist jetzt auf der anderen Seite. Entfesselt meine Kraft. Unsere Wege kreuzen sich. Jetzt kann ich das Teleskop aktivieren und das Umland beobachten. Verdammt, sieht nach dem Anfang einer Invasion aus. Es sind so viele, dass ich unmöglich allein damit fertig werden kann. Jagt sie raus! Nun gut. Ich habe Witterung aufgehört. Jetzt können wir wenigstens abkürzen zurück. Auf der. Also dann zurück zu Thrall. Naja. Meine Beute. Ich werde in der Zwischenzeit einen kleinen Happen essen. Während ich den ganzen da mal dabei zusehe. Wie sie sich hier durchschnetzeln.
Seid ihr sicher, was ihr gesehen habt, Rexar? Ich kann nicht glauben, dass Jaina Truppen so dicht an unsere Grenze schicken würde. Das sieht gar nicht gut aus. Packt hin oder her. Ich lasse nicht zu, dass die Sicherheit unserer Nation gefährdet wird. Ich habe von den Schiffen der Menschen gehört, Kriegshäuptling. Wie lauten eure Befehle? Ich möchte, dass ihr beide zum Wachposten zurückkehrt und die Menschen im Auge behaltet. Die Situation darf keinesfalls außer Kontrolle geraten. Und wenn sie feindselig sind, Kriegshäuptling? Mir wäre es lieber, die Menschen blieben unverletzt. Doch sollten sie in irgendeiner Weise feindselig reagieren, habt ihr meine Erlaubnis, sie auszuschalten. Ah, so, da bin ich wieder. Und wir haben Nassgrill dabei. Und jetzt dürfen wir wieder zurück zum Wachposten. Ja, und Misha dürfen wir auch mitnehmen. Nazgrel hält irgendwie nur ein bisschen mehr aus und macht ein bisschen mehr Schaden als ein normaler Räuber, aber sonst ist er eigentlich ein Räuber. Macht eben Belagerungsschaden. Nein, wir kommen zu spät. Das Lager wurde bereits zerstört. Überall finden sich Spuren von Menschen. Sie führen zur Küste zurück. Das wird dieses Menschenpack teuer bezahlen. Blut um Blut, Leben um Leben. Loktaruga. Was liegt vor mir? Leitet mich. Entfesselt meine Kraft. Ich kapier schon mal. Ich habe Witterung aufgenommen. Auf dem Meer. So, dann schauen wir mal, was die Menschen hier überhaupt vorhaben. Also, außer eine Invasion zu starten. Dieses Ankeraumblem auf ihren Schilden. Habt ihr das schon einmal gesehen? Orks! Wir wurden verfolgt. Zu den Waffenmännern, zu den Waffen. Kommt her, Menschenpack. Lernt den Zorn der Horde kennen. Ich wandere allein. Ihr seid ein Tricker. Na, das Ding macht mittlerweile auch schon ganz schön Schaden hier. Wie laufen eure Befehle? Meine Beute naht. Entfesselt meine. Tja, das war ein gleichzeitiger Level-Up, würde ich mal sagen. Oh, da kriegen wir ja die Ultimates jetzt. Ja, Voodoo-Geister als Ultimate, also... Sein normaler Ultimate ist ja eigentlich großes, böses Voodoo. Damit fängt er an zu tanzen und alles um ihn herum wird unverwundbar, alles außer ihm. Die Voodoo-Geister ist ein Ultimate, den er stattdessen hat, weil es hier für diese Kampagne einfach brauchbarer so ist. Hier macht er einfach dasselbe wie der Gruftlord, also Anubarak, wenn ihr ihn noch kennt, was der Fall sein sollte, da wir ihn erst im letzten Level hatten. Noch. Unsere Wege kreuzen sich. Entfesselt die ein Turm. Oh, der hat nur schwere Rüstung, deswegen ist er so schnell gefallen. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich
Ich wandere allein. Kein Zweifel. Das sind die Schiffe, die ich vom Spähposten aus gesehen habe. Wachtürme haben normalerweise auch verstärkte Rüstung. Gut, hätte uns jetzt auch nicht allzu viel ausgemacht, wir haben Nazgrill dabei, der macht ja immerhin Belagerungsschaden. Mit Fangzähnen und Klauen. Dürrer Klepper. Ich habe Witterung aufgenommen. Entfesselt die Bestie. Kann ich die zerstören? Okay, aber die halten ganz schön viel aus. Na komm, ich glaube, das bringt eh nichts. Oh, was ist denn da? Ein paar wilde Kinn. Uiuiui. Ja, ich glaube, da hauen wir den mal rein. Das ist Stampede. Ja, jetzt ist er leider gestunt worden, also betäubt. Naja, da wurde der Ultimate leider abgebrochen. Aber prinzipiell, wir lassen einfach eine Horde von solchen Echsen durch ein bestimmtes Gebiet durchstürmen. Jede dieser Echse, wenn sie einen Gegner berührt, explodiert sie und macht in allen umliegenden Einheiten 80 Schaden. Richtig starke Fähigkeit eigentlich. Ich handle instinktiv. Unsere Wege kreuzen sich. Vor allem in Massenschlachten, wenn der da schön hinten steht, kann der da noch schön durchrollen damit. Uiuiui, da ist ja noch ein Epic. Oh, der Kanonturm hat verstärkte Rüstung. Bin zur Spurensuche bereit. So was legen wir dafür ab. Komm, weg mit dem Ring. Was kriegen wir davon? Eine Befehlsaura und außerdem 8 Rüstung für den Helden. Oh, das ist ganz schön gut. Macht ja schon 57% Damage Absorb. Murlocs. Wow. Seht ihr, was ich da sehe? Die Intelligenzfolianten kriegt jetzt immer der weniger Mana hat. Was meistens jetzt Rexa sein wird. Na gut, den nächsten Klick glaube ich wieder. Er hier. Auch wenn jetzt ganz schön viel Mana hat mittlerweile. So, was lassen wir da? Urkraft hat schon weg damit. Hast du eigentlich noch irgendwas relativ Schwaches? Nö. Was liegt vor mir? Meine Beute naht. Ja, die Krone der Könige kann ich nicht da lassen. Fesselt meine Kraft. Ihr seid ein Trickser. Nur ich hab's nicht mitgekriegt. Wir müssen nur noch zu Fry zurück. Okay.
Moment mal. Ihr seid ein Trickser. Bin zur Spurensuche bereit. Don't worry, we have. Was liegt vor mir? Hab doch gewusst, da war doch was. Ihr habt getan, was ihr konntet, meine Krieger. Vor allem habt ihr Durotas Sicherheit gewährleistet. Und dieses Ankersiegel, das ihr beschreibt, kommt mir seltsam bekannt vor. Ich komme nur nicht darauf. Entschuldigung, Boss. Aber wenn die Menschen von mir kommen, könnte mein Stamm auf den Echo-Inseln echt auch in Gefahr sein. Seid unbesorgt, Rokan. Ihr habt mein Wort, dass eurem Volk nichts geschehen wird. Ich habe einen dringlichen Auftrag für euch, Rexar. Diese Menschenflotte stellt eine schwere Bedrohung für die Trolle auf den Echo-Inseln dar. Ihr müsst mit einem Zeppelin zu den Inseln reisen und die Trolle warnen. Wenn ihr könnt, dann bringt sie dazu, sich uns auf dem Festland anzuschließen. Ja. Zeppelin ist da, okay. Und ja, wir können ja auch Ultimates auf Rang 2 skillen. Kämpfen wir uns da wieder schön weiter durch. So langsam sind unsere Helden auch richtig stark. Die ganzen Items und mittlerweile immerhin Level 6. Und bald auch Stufe 7. Lasst meinen Schaman in Ruhe. Das Dingo. Ich kapier's, Mann. Ihr seid ein Trickser. Dann auf zu den Echolinseln.